Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Sonntagnachmittag. Die Fans sind heiß und die Spieler wissen, es geht heute um einiges, auch in der Tabelle. Viel Spaß beim Zuschauen. Borussia Mönchengladbach stößt an in den grünen Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links. Zu Gast im Rhein-Energiestadion. Köln ist mächtig unter Druck. Muss so langsam mal die Punkte einfahren. Borussia Mönchengladbach zumindest mal im Tabellenmittelfeld angelangt. Aber auch da läuft noch lange nicht alles rund. Schauen wir mal, wie sich hier die Spielanteile verteilen werden. Köln im 4-2-3-1. Aufstellung läuft unten durch. Und das Ganze gleich auch bei Borussia Mönchengladbach der Fall. Regnerische Bedingungen, Kampfspiel, ja, vielleicht, auch das werden wir uns anschauen. Jetzt Köln vielleicht mal mit dem ersten Vorstoß über Lindenmeiner. Paccarada überläuft auf der linken Seite, bringt die Flanke auch in die Mitte. Itakura aber fürs Erste dazwischen. Köln setzt aber nach mit Marcel, Meiner, Itakura dazwischen. Alles entspannt und Elvedi erstmal auf Nummer sicher. Aber die Geißblöcke bleiben am Ball. Waldschmidt im 16er, Itakura dazwischen. Noch rechts erfahren. Das kann man hier erstmal so sagen. Jetzt aber mal, Ljubicic kommt nicht durch. Selke holt sich den Ball im 16er und testet Moritz Nikolas, der hier das erste Mal zupacken muss. Und es wird nicht lange gefackelt. Es geht direkt weiter mit Eckstoß. Meiner schnappt sich den Ball, möchte hier nicht lange rumdiskutieren, wenngleich wir uns die Chance vielleicht ganz gerne mal angeschaut hätten, aber sei es drum. Ecke von Meiner auf den ersten Pfosten und Selke mit der nächsten Chance. Wieder Nikolas. Trifft ja gerne mal dann, wenn es hitzig ist, Davy Selke in Derbys gegen Ex-Vereine. Und das wäre jetzt hier mal wieder so ein Moment gewesen. Starker Kopfball, setzt sich ja gut durch. Und Nikolas mit einer abermals starken Parade. Der nächste Ball, Selke kommt wieder dran. Elvedi köpft ihn raus. Und jetzt kann sich Borussia Mönchengladbach vielleicht mal befreien über Manu Kone, der nicht vom Ball getrennt wird. Aber er weiß auch nicht so recht, wohin mit dem Ball. Das dauert bei Gladbach doch etwas zu lange. Jetzt aber mal die Möglichkeit. Manu Kone zieht in den 16er ein. Hübers, ja, ist dann vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, was dabei rauskommt. Der Gästeblock selbstverständlich pickepacke voll. Aber Gladbach muss so langsam auch mal etwas tun nach vorne. Vielleicht ja nach dieser Standardsituation. Kone, Honorar mit der Hacke zu Alassane Plea. Nicht vom Ball getrennt und Kone. Aber das ist für Schwebe eine Pflichtaufgabe, hält den Ball fest, auch wenn der etwas glitschig ist. Zumindest mal der erste Torschuss von den Gästen. Wer hier mit einem richtig aufregenden, packenden Fußballspiel gerechnet hat, der wird so, ja, mittel wahrscheinlich seine Hoffnungen erfüllt sehen. Gab ja schon die ein oder andere Chance. Richtig hitzig, bislang ist es noch nicht. Und eben auch doch noch etwas verhalten, was die Offensivaktion angeht. Weigel, Quanchara, Plea, gutes Auge für den mitgelaufenen Honorar. Als Schienenspieler heute mal wieder aufgestellt, aber das ist dann am Ende zu wenig. Paccarada fängt den Ball ab und es geht wieder in die andere Richtung. Lindenmeiner gegen Elvedi, der heute in der Dreierkette den rechten Part mimt. Ist da kein Durchkommen. Macht er gut im Zusammenspiel mit Itakura, löst er das und Honorar auf rechts jetzt gefoult und es gibt zumindest mal die erste gelbe Karte. Das ist doch das, was man in einem Derby auch sich insgeheim erwünscht. Ja, das ist ein schönes Einsteigen, wird gerechtfertigt mit der gelben Karte, honoriert. Das geht schon so in Ordnung. Richtig groß hat sich Meiner da ja auch nicht beschwert. Aber es ist mal ein Zeichen von, ja, einem Offensivspieler.
Artel muss aufpassen, da den Ball an Weigel nicht zu verlieren, bleibt dann doch im Ballbesitz und sieht Packerada, der hat Waldschmidt im Auge. Davy Selke, der bislang die zwei Torschüsse für Köln hatte. Jetzt ist er wieder da, Ljubicic, oh, stark von Wöber, der sich jetzt in den Konter mit einbindet, dann aber doch wieder fallen lässt und Kone zum wiederholten Mal auf der linken Seite, klappt gar nicht so schlecht. Rocco Reitz nimmt Kone mit, Fahne bleibt unten, Kone mit der Flanke und Quatschera mit dem 0:1. 35. Minute, die Führung für die Gäste. Doch jetzt etwas aus dem Nichts, so 10 Minuten vor der Pause. Stark von Kone auf der linken Außenbahn. Und die sind logischerweise zufrieden. Reitz schickt Kone, keine Abseitsposition, wird in der Mitte aufgehoben. Und dann ist Quanschara in der vorteilhaften Position im nach vorne laufen. Chabot, ja, der wartet, bis der Ball ihm auf den Kopf fällt. Und Quanschara ist eben in der aktiven Bewegung und Schwebe kann dann auch nichts mehr machen. Schönes Tor, starke Flanke und das 1:0 für die Gäste aus Mönchengladbach. Muss sich der FC erstmal schütteln. Stand jetzt würden sie auf diesem einen Punkt sitzen bleiben als Tabellenletzter. Und Gladbach fährt den nächsten Angriff. Kone raus auf Luca Netz. Der hat das Auge für Plea. Nochmal in den Rückraum gelegt. Julian Weigel. Rocco Reitz. Quanchara. Alassane. Plea kommt aber nicht durch. Hübers ist da aufmerksam. Und grätscht dazwischen. 5 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Und Benno Schmitz hat den Ball am Fuß. Aber wo sind die Anspielpositionen? Die Möglichkeiten mal etwas zu gestalten. Waldschmidt hält den Ball sehr lange. Ljubicic treibt ihn im Zentrum. Weigel wieder dazwischen. Macht das da gut auf der Sechserposition. Und kann den Ball sichern. Dadurch jetzt wieder die Möglichkeit für Gladbach im Ballbesitz. Ja, zumindest die Führung erstmal in die Pause zu bringen. Rocco Reitz mit dem starken Ball auf Honorar, der sich auch gut durchsetzt. Player auf Julian Weigel. Nachspielzeit läuft bereits. Julian Weigel nochmal zurückgelegt und dann ist Pause. 0:1 steht es. Die Kölner starteten besser rein. Gladbach brauchte so 20 Minuten, um hier anzukommen und konnte dann durch Quanchara in der 35. Minute in Führung gehen. Wir sind gespannt auf die zweiten 45 Minuten. Bis gleich. Willkommen zurück im Rhein-Energie-Stadion. Der SFC Köln läuft seit der 35. Minute einem Rückstand hinterher und ist jetzt auf jeden Fall in der Pflicht, hier etwas zu tun. Derby sowieso ganz groß geschrieben. Hier aber auch tabellarisch ganz unabhängig von den Vorzeichen. Hier ist das unfassbar wichtig, auch zurückkommen zu können und mal wieder einen Punkt zu sammeln. Selke aber scheitert schon in den Beinen von Itakura. Das wäre sonst auch wieder ein Schuss eher aus der zweiten Reihe gewesen. So mittelgefährlich die Position. Gladbach macht es gut, das Lob kann man ihnen durchaus aussprechen. Und Köln tut sich weiterhin extrem schwer. Ljubicic. Platz im Zentrum für Waldschmidt, der treibt den Ball. Aber wo ist die Lücke da in der Defensive? Gladbach dann sehr massiert da hinten. Ljubicic. Genau über die Außen. Kainz, Ljubicic an Wöber hängen geblieben. Das wiederholt sich hier hin und wieder. Und Gladbach kann durchaus umschalten. Jetzt aber Quanchara im Mittelfeld gelegt. Gibt den Freistoß für die Gäste. Player führt es relativ schnell aus. Die Eile haben sie gar nicht und viel Platz hat sich dadurch auch nicht ergeben. Aber Gladbach macht bis hin doch den Großteil richtig. Und jetzt aber Köln mal wieder im Vorwärtsmarsch. Über Waldschmidt, der
auf der rechten Seite marschiert, dann doch wieder abbrechen muss. Schmidt zu Waldschmidt. Die Flanke, Itakura in den Rückraum, Ljubicic. Nikolas mit der Parade, Waldschmidt verliert dann den Ball. Das wär's mal gewesen. 63. Minute, die wohl, ja, die auf jeden Fall beste Chance im zweiten Durchgang, mit die beste überhaupt im Spiel. Von Itakura in den Rückraum geköpft, da stand dann Kölner, der konnte das aber nicht endgültig verwerten. Das 1-1 hätte hier durchaus fallen können. Honorar bleibt an Chabot hängen. Boah, schießt jetzt Martell da ab, der aber gut mit dem Ball da umgehen kann. Und Waldschmidt im Zentrum Platz verschafft. Selke. Linden. Meiner. Mit der Hacke zu Selke. Der hat jetzt ein bisschen Platz. Das dauert in der Ballverarbeitung aber viel zu lange. Und so auch hier. Weiterhin schwer was rauszuholen in den Offensivaktionen. Ljubicic. Ja, guter Ball auf Waldschmidt. Benno Schmidt mit der Flanke. Waldschmidt schießt da seinen eigenen Mann an. Das ist bitter. Es wird gewechselt. Ein Wechsel pro Seite jeweils. Und keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Besonders viel Grund, um lange nachzuspielen, ist eigentlich auch nicht. Also Köln muss so langsam mal ausgleichen. Mit dem Punkt würden sie sich jetzt sicherlich zufrieden geben. Aber dafür brauchen sie eben noch ein Tor. Und für Gladbach läuft diese Zeit absolut. Kvancara, bislang der einzige Torschütze, obwohl er ja bis auf den Kontakt mit dem Kopf zum 0-1 nicht wirklich viele Ballkontakte hatte. Aber Köln entwickelt noch zu wenig Torgefahr. Auch wenn sie hier und da durchaus was produzieren konnten, auch mehr Chancen im zweiten Durchgang hatten als Gladbach, aber noch nicht gefährlich genug. Jetzt Ljubicic tritt nochmal drauf. Hat er das Auge für den Mitspieler? Er versucht es selber und das ist hier die falsche Entscheidung gewesen. Kann Gladbach jetzt mal einen Umschaltmoment ausnutzen. Guter Ball auf Neuhaus. Der braucht ein bisschen zu lange in der Bearbeitung des Balles und Hübers ist dazwischen. Starkes Tackling auch vom Kölner Innenverteidiger. Bekommen wir hier nochmal eine Torchance? Köln kommt. Gut. Elvedi dazwischen. Es findet sehr viel zwischen den Strafräumen statt. Wenn Köln dann mal in eine gefährliche Position gekommen ist bislang, haben sie sich für die falschen Pässe entschieden oder für die falschen Aktionen. Manu Kone jetzt auf Kvancara und der macht das 0-2. Die Entscheidung in der 88. Spielminute. Gladbach eiskalt in der Chancenverwertung. Aber die Torschussstatistik wird sie am Ende überhaupt nicht mehr berühren. Conny mit der zweiten Vorlage, Kvancara mit dem zweiten Treffer. Schwebe kommt raus. Muss da wahrscheinlich das kurze Eck zumachen, aber er ist da auch recht alleine gelassen. Und so entscheidet Kvancara in der 88. Minute diese Partie. Es wird hier wohl nicht mehr der ganz große Sturmlauf kommen, das ist einfach nicht zu erwarten. Und Gladbach zieht sich damit erstmal ins Tabellenmittelfeld zurück. Und Köln bleibt weiter unten mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenrang. Und verliert obendrein dieses so wichtige Derby. Am Ende setzen sich die Gäste durch mit einer Eiseskälte vorm Tor, wie man sie gar nicht so häufig sieht. Kvancara hat den Riecher gehabt, ist Man of the Match. Dazu Conné mit zwei Vorlagen. Ansonsten hat Köln gar nicht so viel falsch gemacht. Aber wenn es nicht läuft, dann verliert man auch diese Spiele, wo man mehr Torchancen hat. Das war's aus Köln.
Endstand 0 zu 2.